Fünf Kinder, fünf Enkelkinder zählt die Familie Aschenwald im Tiroler Zillertal. Bekannt sind sie unter dem Namen die Meierhofner. In der volkstümlichen Musikszene sind sie seit vielen Jahren erfolgreich. Und das Familienoberhaupt Erwin Aschenwald, den kann man als Poet bezeichnen. Er ist Komponist und vor allen Dingen das Zillertaler Original. Meierhofen im Zillertal. Musik liegt in der Luft, volkstümliche und traditionelle. Die Verbindung beider ist für Familie Aschenwald alias die Meierhofner selbstverständlich. Ebenso wie die starke Beziehung zur Heimat. Ich bin so aufgewachsen und habe schon als Kind so viel von der Natur Kraft mitbekommen. Also das bleibt ja ein Leben lang in Erinnerung, ganz wo, egal wo ich war, in der Welt oder wo ich bin. Meine Heimat ist in den Liedern, ist in den Texten und ist in meinem Herzen. Ja, das sind die Musikanten aus dem Zillertal, das schöne Zillertal, das schöne Zillertal. Und die Englandscheie Petrus, jetzt ist da wunderbar, ja, sowas gibt es nur im Zillertal. Wir wohnen ja eigentlich mitten in der Natur, aber so hin und wieder sage ich zu der Familie, packst du es im Zwetschgen, und dann steigen wir auf die Berg. Land voll tausend Melodien, bei dir fühl ich mich wohl. Du mein schönes Zillertal, kleines Südtirol. Applaus, ich bin Applaus. Tausend Melodien und mehr erklingen im Haus der Familie Aschenwald. Oma und Opa wohnen im gemeinsamen Haushalt. Fünf Enkel kommen regelmäßig zu Besuch. Zusammen mit den fünf eigenen musikalischen Kindern ist das Familienorchester komplett. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder da mitmachen. Wir haben sie nie gezwungen, sondern sie sind einfach so hineingewachsen. Es gibt auch, wie soll ich sagen, heiße Debatten. Wir streiten, wir lachen, wir feiern. Wir rehren gemeinsam, wir versöhnen uns wieder, so wie halt das Leben schlechthin einfach ist. Und das ist bei uns nicht anders wie bei anderen. Erwins Weg vom Hüterbuben zum Preisträger der österreichischen Harmonikameisterschaften sowie zum erfolgreichen Komponisten und Interpreten wäre ohne den Familienrückhalt nicht möglich gewesen. Der Vater war Holzknecht und Jäger, die Mutter Köchin. Erwins Frau Uschi managt Familie und Büro. Die schwersten Zeiten mit einem Musiker, das war für mich, weil er seinen Job aufgegeben hat, seine Arbeit, und dann voll in die Musik eingestiegen ist. Und da habe ich mich schon ein bisschen, da habe ich schon Angst gehabt. Oh je, wie wird das werden? Wir haben fünf Kinder. Wie soll ich das schaffen? Ich bin ganz ehrlich, das war schon ein bisschen mit Risiko verbunden, glaube ich. Aber Erwin war immer so. Ja, und dann habe ich einfach mitgezogen und so bin ich in das hineingewachsen und heute gefällt es mir. Und ich bin stolz, dass sie das alles erreicht hat. Mutter Teresa, ein Weinberg, der besorgt. Mutter der Arme zum Dienen. Applaus für die Meierhofner! Hier sind sie! Alles, was vom Herz kommt, erreicht das Herz. Der eine, dem gefällt der Schneewalzer, und anderen gefällt die Fuge vom Bach, dem nächsten gefällt der Jazz und der andere schwört auf den Robbie Williams. Und so kann ja jeder das hören, was ihm am allerbesten gefällt. Und jetzt habe ich mittlerweile, denke ich mal, so an die 500 Lieder aufgenommen. Und das Schönste ist immer das, was ich gerade schreibe. Er schuf die Berge und die Täler, auch den großen Ozean, genau. Auch den großen Ozean, das habe ich mal studiert. Fische, Vögel und Giraffen. Ja, ist ja wurscht, die Bierzähler. In der Kreativwerkstatt im Keller entstehen bodenständige Texte und einprägsame Melodien, die Erwin auch für andere Musiker schreibt. Am Sonntag hat der Herrgott noch die Zillertaler gemacht. Schon lustig sein und musizieren, ade. Habe ich halt so angefangen vor
15 Jahre und dann habe ich da die Harmonika gehabt und ein paar Notenplatten, wo ich geübt habe. Und dann plötzlich wurden halt immer mehr Blätter und mehr Kassetten und mehr Instrumente. Und es heißt sozusagen, ja, wie soll ich sagen, eine Ordnung in der Unordnung. Und meine Mutter hat mir schon geraten, einmal ein bisschen wieder so zusammenraumen und vielleicht die Wände ein bisschen weiß. Na, ich sage, Mama, wenn man garantiert, dass man dadurch neue Lieder einfallen, dann tue ich es. Aber hat sich das kann ich nicht. In diesen zwei bescheidenen Räumen haben wir gehaust. Da war die Kuchel und da haben wir irgendwo alle auf einen Haufen geschlafen. Bad haben wir nicht gehabt, Waschbecken zuerst eigentlich, Fließwasser schon, kaltes Wasser. Und da ist eine Schüssel da gewesen, hat die Mama ein bisschen Warmes dazugegeben und in der Schüssel haben wir uns alle gewaschen. Da haben wir auch viel gebetet in die zwei Räume. Meine Mutter hat uns sehr katholisch erzogen, gläubig erzogen und vielleicht liegt da, wenn man das alles nicht vergisst und wenn man das schätzt, was die Vorfahren getan haben, und speziell die Mutter und der Vater, vielleicht gibt es irgendwo ein bisschen an Segen. Am Sonntag hat der Herrgott noch die Zillertaler gemacht. Werbung für Österreich hat der Urgesteinstiroler auf der ganzen Welt gemacht. Dabei sammelte er bleibende Eindrücke, die er auch in seine Musik einfließen lässt. Aber das Zillertal und seine Bewohner sind für ihn die beste Quelle der Inspiration. Wie man wollt, eine schreit, so kommt sie zurück. Und ich denke, es mögen mich viele und ich mag sie alle. Hat Donald Trump gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu machen, aber die sicherste ist noch immer, in die richtige Familie geboren zu werden. Ja, das ist wirklich eine Familie, geeint durch Musik.